Das ist MKBHD. 30 Jahre alt, seit über 16 Jahren auf YouTube. Er hat Größen wie Kobe Bryant, Neil deGrasse Tyson und Bill Gates interviewt. Und wem das alles noch nicht sagt, ja, ein kurzes Gespräch mit Barack Obama gab's auch. Eigentlich macht er Technik-Reviews. Angefangen mit dem HP Media Center in 2009 ist er heute selbst quasi ein Stargast bei Apple Events und überspitzt gesagt einfach per Du mit Tim Cook persönlich. Man könnte sagen, Marques Brownlee hat es geschafft. Denn ganz ehrlich, das hat er. Er ist nicht nur irgendein YouTuber, er ist nach über 1680 Videos die Referenz und war bis vor kurzem der größte Tech-YouTuber der Welt. Ich persönlich würde sagen, dass er all die Jahre einen relativ guten Ruf genossen hat. Zumindest nie öffentlichkeitswirksam in Skandale von YouTube-Kollegen verwickelt wurde und allgemein als zumindest halbwegs unparteiisch galt. Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass MKBHDs Meinung in der Tech-Szene nicht nur ein, sondern das Wort war. Jetzt hat er Panels rausgebracht. Eine App für Wallpaper, also Hintergründe für euer Smartphone. Soweit, so uninteressant. Nur enthielt die erstens verdammt viel Werbung, die man sich angucken musste, um die Bilder freizuschalten. Naja, und manche Wallpaper, die konnte man nur mit einer Premium-Version runterladen. Und die kostet aktuell einfach mal 13 Euro im Monat oder eben gleich 55 Euro im Jahr. Die Künstler und Künstlerinnen erhalten dabei wohl nur 50% der Einnahmen und KI-generierte Wallpaper gibt's wohl auch. Naja, und wohl spätestens als dann Orange aufgekommen ist, war es dann komplett vorbei. Und nur falls ihr euch das jetzt fragt, ja, ihr seht das hier völlig richtig, Panels bietet euch ernsthaft entweder an, einen Werbeclip zu gucken, um euch dann Orange in SD-Qualität runterzuladen, oder ihr zahlt eben 13 Euro pro Monat für ein orangenes Bild. Aber dann immerhin in hoher Auflösung. Naja, man kann also einfach sagen, die Panels-App ist jetzt eher mäßig angekommen. Dass sie dann noch derart schlecht programmiert war, dass alle Links zu den Bildern offen im Code zu finden waren, man sich also alle Bilder mit ein wenig Mühe kostenlos runterladen konnte, das hat sicherlich auch nicht mehr groß geholfen. Und ja, Marques hat sich zu manchen Vorwürfen geäußert und an vielen Stellen Besserungen gelobt. Und ich will diese ganze Riesenempörungswelle über die App auch gar nicht so krass mitfahren. Denn wie immer soll das hier eigentlich eher ein Aufhänger für das größere Thema werden. Denn eine Frage, die sich nach diesem PR-Desaster viele gestellt haben dürften, ist ziemlich simpel. Wie kann das sein? Wie kann jemand, dem wir anvertrauen, für uns Kaufempfehlungen auszusprechen, dessen literal Job es ist, andere Firmen zu kritisieren, wie kann so jemand dermaßen realitätsfern sein, dass man 13 Euro pro Monat, das ist nur 1 Euro weniger als Netflix, für einen guten Preis für eine Wallpaper-App hält? Und versteht mich hier nicht falsch, ich kritisiere nicht grundsätzlich die Existenz der Panels-App. Wenn jemand 13 Euro für ein paar Bilder zahlen möchte, ja meine Güte, dann macht das eben. Mir hat sich eine ganz andere Frage gestellt. Wenn ich als Student, der aus Kostengründen vor 2 Monaten Netflix gekündigt hat, meine Kaufempfehlungen von einem Millionär bekomme, der 13 Euro pro Monat für Hintergrundbilder für einen guten Preis hält, läuft dann hier nicht irgendwas schief? Kann es sein, dass wir, die Zuschauerschaft und die Reviewerinnen und Reviewer, spätestens sobald diese halbwegs erfolgreich werden, in derart verschiedenen Welten leben, dass ihre Meinung am Ende für uns gar kein Gewicht mehr hat? Oder um es ganz plump auszudrücken, wenn Reviewerinnen und Reviewer größer, populärer und damit auch reicher werden, können wir ihnen dann überhaupt noch vertrauen? Und auch hier ein kurzer Disclaimer vorweg. In diesem Video geht es spezifisch nicht darum, irgendwen zu diskreditieren oder vorzuwerfen, er oder sie habe ihre Zuschauerschaft absichtlich manipulieren wollen. Dazu wird es im Zweifel nochmal einzelne Videos geben. In diesem Video soll es darum gehen, wie Creatorinnen und Creator und ihre Communities mit wachsender Größe automatisch auseinanderdriften und wieso das besonders in der Review-Szene ein großes Problem ist. Okay, im Intro habe ich jetzt schon ganz viel über MKBHD geredet. Aber das Phänomen trifft natürlich nicht nur auf ihn zu. Egal, ob ich jetzt im englischsprachigen Raum mit Mr. Who's the Boss oder iJustine oder auch im deutschsprachigen Raum mit Ein Review, Felix Barr oder Own Galaxy unterwegs bin, das Problem ist eigentlich überall dasselbe. Überspitzt könnte man fast sagen, der Erfolg selbst ist das Problem. Als ich diesen Kanal 2015 gestartet habe, habe ich mit meiner Mutter zusammen gewohnt, dann in einer WG, danach mit meiner Freundin zusammen und jetzt aktuell sitze ich wieder alleine in meiner Wohnung und beziehe Krankengeld.
Was ich sagen will, der Bezug zu Geld verändert sich im Laufe des Lebens. 50 Euro, die man früher noch für sein Nintendo-Spiel monatelang zusammensparen musste, haben später im Leben wahrscheinlich nicht mehr den gleichen Stellenwert. Das Verhältnis zu Geld verändert sich einfach. Und auch wenn ich selbst gerade in einer finanziell eher ungünstigen Situation bin, dann wird das voraussichtlich für mich in spätestens 2 Jahren anders sein. 3.800 Euro brutto wird dann doch was anderes sein als 680 Euro Krankengeld. Das 200 Euro Licht für mein YouTube-Studio, was seit Monaten in meinem Amazon-Warenkorb liegt, könnte ich mir dann wahrscheinlich bestellen, ohne weiter drüber nachzudenken. Wert und Sinnhaftigkeit eines Produkts werden dann eben doch auch immer vor dem Hintergrund der eigenen Finanzen gebildet. Habe ich viel Geld und macht der Preis eines Produktes nur einen Bruchteil meines Einkommens aus, dann kann ich es mir eben leisten, unkritischer zu sein, als wenn ich mir ein 200-Euro-Smartphone vom Munde absparen muss. Und ja, ich weiß, Achtung, krasse Erkenntnis, aber Personen mit geringem Einkommen sind eben einfach auf ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis angewiesen. Shocking, I know. Das Problem ist, wird mein Review-Channel so langsam erfolgreich, dann verdiene ich wahrscheinlich früher oder später auch gar nicht mal mehr so schlecht daran. Full Transparency an der Stelle, als ich 2020 mit unter 4000 Abos mit Filmora zusammengearbeitet habe, habe ich damals für ein Video 530 Euro bekommen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht mal ausrechnen, was dann bei MKBHD und Co. abgeht. Klar, die haben Teams und viel mehr Kosten, trotzdem. Ich glaube, wenn man privat einen Porsche 911 Turbo S, ein Auto für fast 250.000 Dollar fährt und auf seinem Zweitkanal Autos reviewt, die mehrere Millionen Dollar kosten, dann glaube ich, kann es einem so schlecht nicht gehen. Aber auch wenn wir uns deutsche YouTuber angucken, dann merkt man schon, dass auch hier gut Geld verdient wird. So besitzt Felix Barr ein Tesla Model S Plaid, ein Auto für immerhin 100.000 Euro und auf Kanälen wie Own Galaxy wird das neue Haus gezeigt, während Jonah Plank zum Beispiel eine Videoserie über ein 25.000 Euro Fertighaus hat, während vor ein paar Jahren ein altes Haus renoviert wurde. Versteht mich nicht falsch, ich will hier niemanden an den Pranger stellen und absolut superreich sind diese Leute sicherlich auch nicht. Beim Haus von Julian Völzke ist zum Beispiel auch von einem Kredit die Rede und ich gönne das den Leuten. Wirklich. Aber der Punkt steht eben trotzdem. 100.000 Euro Autos und Häuser finanzieren, das ist etwas, was zumindest in meinem Freundeskreis dann eher doch weniger vorkommt. Und auch nochmal, ich sage nicht, dass irgendjemand hier böse Absichten hat oder irgendwie sowas. Trotzdem glaube ich einfach, egal wie viel Mühe man sich gibt, sein finanzielles Umfeld wird die eigene Wertung immer beeinflussen. Egal wie sehr ich versuche, mit der normalen Welt in Touch zu bleiben, wenn ich als Mr. Who's the Boss meiner Mutter ein Luxusauto schenken kann, Bill Gates interviewe und regelmäßig Technik für Zehntausende Euro kaufen kann, dann ist das irgendwie doch eine etwas andere Lebensgrundlage als die des Durchschnittsstudi, der in der Mensa die Nudeln für 1,60 isst. Und nein, ich möchte die Reviews erfolgreicher YouTuberinnen und YouTuber auch gar nicht verteufeln, aber eben durchaus darauf hinweisen, dass in den meisten Reviews eine Sache fehlt. Und das ist Kontext. Kontext und Transparenz. Ich habe schlicht keine Ahnung, ob mir da gerade jemand aus meiner Gehaltsklasse oder eben vielleicht auch ein Millionär erzählt, dass 1000 Euro für das nächste iPhone ein super Deal sind. Ad absurdum geführt wird das Ganze dann noch, wenn Kanäle mit 3,26 Millionen Abos Your Average Consumer heißen. Weil, sorry, aber in den Sphären, mit denen du damit verkehrst, bist du sicherlich vieles, aber bestimmt keine faire Repräsentation des Durchschnitts. Na gut, YouTuberinnen und YouTuber sind alle superreich und ich halt nicht. Ja, und was machen wir jetzt? Berechtigte Frage. Letztlich führt uns das alles zum Thema Transparenz. Das sieht man auch in diesem Video. Viele Infos in diesem Video sind einfach Schätzungen. Felix Barrs Tesla könnte zum Beispiel auch einfach geleast sein. Beim Haus von Julian Völzke gibt es Einwürfe in Videos, die zumindest auf Kredite hinweisen. Aber lassen wir Deutschland mal Deutschland sein, weil ganz ehrlich, ja, die verdienen sicherlich echt gut, aber so komplett superreich sind die sicherlich auch noch nicht. Und während sich hier zumindest noch ein paar Infos über Podcasts und Videos aufschnappen lassen, sieht das international schon wieder ganz anders aus. Zum Vermögen von MKBHD findet man zum Beispiel nur Infos auf Seiten, die man bestenfalls als ein bisschen sketchy bezeichnen kann. Monatliche Einnahmen von 750.000 Dollar, aber eine jährliche Summe von 3 Millionen Dollar? Ich meine, ich habe nur Mathe 3 gemacht, aber irgendwas sagt mir, der Artikel, der ist auch nicht so ganz richtig. Ferner ist auch von Immobilien für mehrere Millionen Dollar die Rede. Kann ich mir das gut vorstellen? Ja, absolut. Aber so richtig nachprüfen kann ich das eben auch nicht. In die deutsche Tech-Szene bekommt man hier und da vielleicht noch einen kleinen Einblick und kann dann vielleicht auch noch grob abschätzen, wie das Leben der Reviewerin oder des Reviewers so aussieht. Auf internationaler Ebene? Keine Chance. MKBHD, Mr. Who's the Boss, iJustine, klar, die machen alle Tech-Content, aber im Prinzip sind das doch eher Stars.
Und ganz ehrlich, wenn ich seit Jahren mehrere 10 Millionen Abos habe, dann glaube ich ganz persönlich, dass es auf meinem Konto dann wahrscheinlich gar nicht mal so anders aussieht. Aber der Punkt bleibt weiterhin, wissen tue ich davon gar nichts. Sehr stark vermuten, ja, aber wissen? Nein. Das große Problem dabei ist, dass wir uns das fast nie aktiv bewusst machen. Die meisten von uns sind mit diesen YouTuberInnen aufgewachsen. Für uns fühlt es sich fast so an wie eine Freundschaft, die man über Jahre aufgebaut hat. In Wirklichkeit ist das ein Paradebeispiel einer parasozialen Beziehung. Denn während wir unseren Lieblings-YouTuberInnen dabei zugesehen haben, wie die eben langsam immer größer und größer werden, sind die dabei höchstwahrscheinlich auch mehr oder minder reich geworden. Wir aber leider nicht. Unsere Lebensrealitäten sind, ohne dass wir das gemerkt haben, weit, weit auseinandergelaufen. Und so kann es am Ende dann eben sein, dass uns ein Millionär erzählt, was er gerade vom aktuellen iPhone hält, während er versucht, uns ein neues Hintergrundbild für 13 Euro pro Monat zu verkaufen. Ach ja, und meine Lösung? Ja, ganz ehrlich, Transparenz. Reviews mit mehr Kontext. Vielleicht auch einfach mal den Mut haben, zu sagen, was man verdient. Einfach, um der Zuschauerschaft mal zu zeigen, wie der Preis des Produktes mit dem eigenen Einkommen korreliert. Glaube ich, dass das passieren wird? Nein, natürlich nicht. Zu groß ist die Angst vor Verurteilung. Aber ganz ehrlich, wenn ich schon selber befürchte, dass mich Leute verurteilen, wenn ich ihnen sage, wie viel ich verdiene, heißt das dann nicht irgendwo auch, dass ich selbst weiß, dass Einkommen unfair verteilt wird? Aber das sind ganz andere Gedanken. Für den Abschluss möchte ich aber noch ein positives Beispiel nennen, nämlich Tristan vom Kanal TechAlter bzw. Friday Checkout. Hier wird zwar nicht der Verdienst veröffentlicht, aber es wird beim Release-Radar eingeblendet, in welcher Beziehung der Kanal selbst zur Marke steht, um die es gerade geht. Und das ist zwar sicherlich noch nicht das Be-All-End-All, aber immerhin schon mal ein guter Anfang. Zu allerletzt möchte ich noch sagen, dass alles, was ich in diesem Video gesagt habe, natürlich auch für mich selbst gilt. Aktuell bin ich ein kranker Student, dessen Einkommen noch weit unter dem Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt. Das muss aber nicht immer so bleiben. Und sollte dieser Kanal vielleicht eines schönen Tages auch mal groß werden und zum Beispiel mal 100.000 Abos knacken, naja, dann ist es für euch genauso Zeit, sich zu fragen, hey, repräsentiert der Typ wirklich noch meine Lebensrealität? Aus dem MKBHD-Skandal nehme ich für mich auf jeden Fall eins mit. Bei Reviews ist es nicht nur wichtig, wie das Produkt im Test abschneidet, sondern vor allem auch, durch wessen Augen ich dieses Produkt eigentlich sehe. Und darüber wissen wir oft erstaunlich wenig.